Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Noahs Arche, ein biblisches Vergnügen am NES. Wer noch nicht abonniert hat, kann das gleich mal nachholen, da unten auf Abonnieren klicken und kein NES-Game mehr versäumen. Los geht's mit Noah. Wir können auch gern in den Kommentaren ein bisschen diskutieren, ob sich Religion und Videospiele gut vertragen. Haut mal was rein dazu in die Comments. So, wir starten hier in Europa. In Europa wird zuerst gerettet. Also, Noahs Arche, die Geschichte, Bibel, kennt ihr wahrscheinlich. Wenn nicht, gibt es hier die kurze Zusammenfassung. Wasserspiegel steigt, quasi Klimawandel. Alle Tiere saufen ab. Und damit das nicht passiert, werden ein paar auserwählte Tiere in Noahs Boot gebracht zum Überleben. Das ist die Kurzfassung. Die Langfassung der Geschichte findet ihr auf Wikipedia oder in der Bibel eures Vertrauens. Ja, Referenzen auf die Bibel, dass ich das mal mache in einem NES-Game. Tja, was soll's. So, und um diese lieben Hasen hier zu retten, müssen wir jede Menge Getier umbringen. Ihr findet das widersprüchlich, macht nichts, ich finde es auch widersprüchlich. Warum muss ich da Krebse und Schnecken umbringen, um ein paar Häschen zu retten? Sind Häschen etwa mehr wert als Würmer und Schildkröten? Ich dachte, wir sind alles Gotteskinder. Gut, ja, ich versuche mich mit Bibelkritik hier ein bisschen zurückzuhalten. Steht mir nicht zu, dafür kenne ich mich auch einfach nicht gut genug aus mit der Bibel, auch wenn ich sie vor langer Zeit mal gelesen habe. Come on! Kann ich jetzt fliegen schon? Kann ich schon fliegen? Nope, kann nicht fliegen. Aber da ist ein Endboss und so ein Endboss, der muss besiegt werden. So brezeln wir da mal alles drauf, was wir haben und schon ist er tot. Falls jemand weiß, welchen Gott oder welchen Nicht-Gott dieser Endgegner repräsentieren soll, haut es mir gerne in die Kommentare. Würde ich gerne wissen, ist es Satan? Ist es ein Gehilfe von Satan? Ich kenne mich damit nicht aus. So, da weiter geht's mit Wegbrezeln, Tiere töten am laufenden Band bei Noahs Arche. So, da wir werden schauen, wie weit wir hier kommen. Zeit anhalten ist gut, weil da ist eine Ratte, die wird auch umgebracht. Auch Ratten werden müssen sterben hier. Gibt es irgendwas, was nicht sterben muss hier? Ja, wahrscheinlich schon. Nämlich die Häschen, die wir retten müssen. Alles andere wird weggebrezelt. Alles andere muss einfach sterben. So, Igel zum Beispiel, ihr ist nicht böses Tier. Igel muss man töten, weiß man doch. Weil die sind irgendwie schuld daran, dass das Wasser steigt. Nein, natürlich nicht, aber keine Ahnung, warum eigentlich. Warum muss man den Igel töten? Das ist doch irgendwie nett. Warum muss ich die Maus töten? Ich mag doch Mäuse. Und ja, ich weiß, es ist jetzt schwierig, ein Bibelspiel zu machen, ohne zu töten. Hat sich Konami wohl auch gedacht. Und hatte gedacht, pfeift drauf, lass uns Tiere töten und gleichzeitig befreien. Den Widerspruch wird schon niemand bemerken. Beziehungsweise die Leute kaufen den Schaß ja trotzdem. Wobei in der Tat, das Spiel ist nicht schlecht gemacht, will ich nur sagen. Also das Spiel ist echt nicht schlecht gemacht, da gibt es nichts. Die Steuerung funktioniert ganz gut. Die Grafik ist für NES-Verhältnisse auch ganz passabel. Und so, da weggebrezelt den Endgegner hier. Was war das für einer? War es Satan? War es Beelzebub? Keinen Plan. Hauptsache tot. Versuchen wir es mal mit Amerika. Gehen wir mal Indianer töten. Es tut mir leid, es ist nicht meine Idee, das ist das Spiel. Damals war es anscheinend okay, in biblischen Spielen Indianer zu töten. Ich zeig's euch gleich. So, dann. Wir brezeln mal hier diese komischen Viecher weg. Adler ist auch ein böses Tier, muss man auch töten. Ist klar. Melonen gibt es hier, oder sind das Zucchini? Nein, das sind Melonen oder so irgendwas, oder? Zucchini. Wie komme ich auf Zucchini denn bitte? Da muss ich jetzt irgendwie drüber hüpfen. Nein, nicht geschafft. Nicht geschafft. Leider.
Ach, geh, ich wollte euch die Indianer unbedingt zeigen. Sonst glaubt mir das hier keiner noch. Und sagt ihr, ich erfinde das, mit dem Indianer töten. So, jede Menge Extras hier. So, ich muss da einfach ein bisschen schneller vorangehen, glaube ich. Schneller ist immer besser. So, da wegbrezeln das Zeug da. So, da nur isst alles auf. Man sieht, wenn man schnell geht, relativ wenig in die richtige Richtung. Nervt ein bisschen. Nervt ein bisschen, nervt tierisch. Ja, ich bin gerade auf einen Kaktus drauf gestiegen. Es werden Schlangen weggebrezelt. Schlangen sind auch böse Tiere. Das ist ein böses Tier, böses Skorpion. Schlange ist unter Wasser, macht nichts, wird auch weggebrezelt. So, da. Skorpion wieder draufhüpfen. Tschüss. Ja, der mag einfach nicht sterben. Der macht lieber Noahs Arche. Aber Noah sagt: Keine Chance, Junge. Keine Chance hier. Du musst in den Himmel teleportiert werden. So, Speedrun. Wegbrezeln. Schießen und brezeln. Die ganze Zeit schießen und brezeln. So, weg damit mit diesem komischen Zeug hier. Ah, Adler. Dreck. Da fällt eine Truhe runter. Lass mal in Ruhe. Also diese schwarzen Tränke sind gut. Die werden alle eingenommen. So, da schauen wir, dass wir da weiterkommen hier. So, da schneller muss das alles gehen. Solange wir unbesiegbar sind. Da oben konnte ich jetzt im Wasser nicht schwimmen. Keine Ahnung. Okay. Schauen wir ein anderes Level noch. Was machen wir noch? Südamerika. Waren da die Indianer vielleicht? Oh, die lieben Vögel. Und jetzt werden sie eingefangen. Vom bösen Indianer. Nein, da ist es der böse. Da ist irgendwie auch ein Indianer, oder? Gut. Der böse Schamane, der ungläubige Schamane hat die Tiere eingesperrt. Also den Vogel, weil die Frösche, die sind ja böse, die muss man wegbrezeln. Ganz im Gegensatz zu Vögeln. Wobei, in anderen Levels habe ich Vögel getötet. Wie den Adler zum Beispiel, haben wir vorhin gerade getötet. Jetzt müssen wir einen Vogel retten. Es ergibt alles einfach so wenig Sinn. So, da gescheit Zeug einsammeln hier. Ah. Wegbrezeln hier den Frosch, den braucht keiner. Den braucht einfach keiner. Da hat mich jetzt der Fisch gerettet und der Quaxi ist mir auf den Kopf gesprungen und hat mich platt gemacht. Na super. Ready. Leute, das war das biblische Abenteuer von Noah. Hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Und haut in die Kommentare was zu Videospiele und Bibel. Wie verträgt sich das zusammen? Ansonsten verlinke ich euch gleich das nächste tolle, vielleicht etwas weniger kontroverse NES-Game. Könnt ihr gleich weiterschauen. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonnieren nicht vergessen. Das könnt ihr da unten machen. Und Daumen hoch ist auch nicht verkehrt. Und bis gleich. Ciao, ciao.